herzlich willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Ich habe ja im letzten Video gesagt, wir sehen uns wieder mit einer anderen Haarfarbe. Und ich dachte, wir machen das heute einfach zusammen. Wir werden meine Haare dunkler machen. Und zwar hatte ich euch in einer Story auf Instagram, ich blende sie euch hier einmal ein, gefragt, ob ich meine Haare mir dunkler machen soll. Und 79% haben gesagt, ich soll sie mir dunkler machen. Ich bin gespannt. Ich zeige euch mal, welche Produkte ich geholt habe. Es sind Tönungen. Also ich werde sie mir tönen, werde sie mir, wenn es mir gefällt, auch nachtönen, bis ich zum Friseur gehen kann und das professionell machen lassen kann. Ich habe ein bisschen Angst, sie mir zu färben. Ich habe das selber noch nie gemacht oder so. Deswegen möchte ich das irgendwann professionell machen lassen, wenn es mir gefällt. Und falls es mir nicht gefällt, wäscht es sich halt auch wieder raus. Aber wenn es mir gefällt, werde ich das immer wieder nachtönen, bis man dann zum Friseur gehen kann. Also färben ist krasser als tönen, ne? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und alle Friseure, die das gucken, es tut mir leid. Oder an alle, die sich auskennen. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt erstmal die Produkte. Und ich werde helfen, ganz kurz vorweg schon mal. Ja, Max wird mir helfen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich auch. Ich habe Angst, weiß ich nicht. Kann man irgendwas falsch machen? Eigentlich nicht. Ich habe ein Video angeguckt, das sah ganz leicht aus. Also, wir haben Plan A und Plan B, falls Plan A nicht funktionieren sollte. Und zwar habe ich einmal das hier bestellt. Das ist keine bezahlte Werbung oder so. Das ist eine Tönungsmaske. Also, man wäscht die Haare, macht dann die Maske rein, lässt es einwirken und danach sollen die Haare, also ich habe jetzt die dunkle genommen, also wahrscheinlich irgendwie so braunmäßig. Ich weiß nicht genau, wie das am Ende aussehen soll. Ich habe aber ein YouTube-Video gesehen und es sah eigentlich ganz gut aus, deswegen bin ich gespannt. Ich habe direkt zwei bestellt, falls ich das dann auch nachtönen möchte. Ich finde hier überall Haargummis. Brauchst du die? Ja, die Haargummis brauche ich überall. Und falls das aber nicht klappen sollte, habe ich nochmal das hier geholt, auch zweimal. Falls es, ich weiß nicht, ob das nachher für meine Haarlänge reicht. Das ist ein Dunkelblond. Die sollen dann halt dunkler werden und ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Das ist halt Plan B. Ich würde sagen aber, ich muss als erstes meine Haare waschen und die dann so lufttrocknen ein bisschen, damit die so handtuchtrocken sind, damit ich die Maske reinmachen kann. Dann muss ich das 15 Minuten einwirken lassen und wieder auswaschen. Ich würde sagen, wir sehen uns mit gewaschenen Haaren wieder. So, meine Haare sind jetzt gewaschen. Ich habe auch noch extra ein bisschen gewartet, damit sie ein bisschen trocknen. Ich glaube, so sollte das reichen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und Max holt gerade schon mal Handschuhe. Und dann geht es los. Ich bin gespannt. Gestern extra noch so einen Pinsel geholt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt mit einem Pinsel machen. Aber da ist auch so ein Kamm drin, womit ich das nachher ein bisschen einkämme. Ja, ich habe dazu keine Einleitung oder so. Aber ich habe jemanden gesehen, der das auf YouTube auch gemacht hat. Hat mir das Video angeguckt. Und werde es einfach genau so machen, weil das Endergebnis einfach gut aussah. Mein Ansatz ist mittlerweile, jetzt okay, sieht man das nicht mehr so gut, aber richtig rausgewachsen. Ich habe hier so richtige Kanten. Deswegen passt es eigentlich ganz gut. Ich werde das Blond aber trotzdem vermissen. Ich war schon immer blond. Ich bin einfach ein Blondie. Auf jeden Fall guckt auch gerne bei TikTok vorbei. Ich habe nämlich zwei TikToks gerade angefangen, die ich nachher beenden werde. Das wird, glaube ich, hoffentlich ganz lustig. Es riecht auf jeden Fall so gut. Es riecht so ein bisschen nach frischer Wäsche. So, ich würde sagen, ich habe extra ein schwarzes Oberteil. Eine kleine Strähne. Oh mein Gott, sieht voll dunkel aus. Aber wird doch keiner besser, oder nicht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Endergebnis aussehen soll. Wo ist die Bürste? Oh, die habe ich hier. Oh mein Gott, das sieht jetzt schon voll dunkel aus. Dann gib mal deine Strähne. Das könnte auch Schokolade sein oder so. Ein Teller oder so. Geil, ich schmier Schokolade in meine Haare. Tönung ist jetzt in meinen ganzen Haaren drin. Ich habe den Teil auf 10 Minuten gestellt und dann wird ausgewaschen. Dreh dich einmal. Das sieht so komisch aus gerade, aber ich bin so auf das Endergebnis gespannt. Ich auch. Ich meinte auch schon, wenn das gut wird, überlege ich auch, das zu machen. Sieht gerade voll schwarz aus. Ja, irgendwie. Ja, keine Ahnung. Aber guckt euch mal, die hat schon diesen grün geworden. Bah. Ich glaube, die lösen sich irgendwie gerade ein bisschen. Aber hey, du hast nur eine so eine Tüte gebraucht, eine Packung gebraucht, ne? Ich war ganz erstmal ein bisschen drin. Safe, okay, ich bin echt gespannt. Warte, jetzt. Okay, seid ihr bereit? Bitte, ich sag's euch, ey, jetzt hat man seine Haare schon gesehen da unten. So, 3, 2, 1, boom! Hätte ich so eine Maske gesehen für die Haare, hätte ich niemals gedacht, dass es so einen Unterschied machen kann. Ich habe jetzt drei verschiedene Haarfarben. In einem mit Blitzlicht sieht es aus wie blond. Manchmal sieht es ein bisschen lila aus. Und das sieht aber auch ein bisschen nach braun aus. In der Kamera sieht es gerade eher braun aus, aber ich muss mal ganz, ich will mal kurz ausprobieren. Wenn man jetzt hier so mit Blitz rangeht. Nee, auch. Nee. Von hier sieht es jetzt gerade aus wie lila, wenn man von mir. Schreibt bitte in die Kommentare rein, was ihr für eine Farbe seht. Das ist irgendwie echt verwirrend. Ich bin so, dass ich das nicht gefärbt habe. Oh mein Gott, ja. Weil
Ich weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich glaube, ich mache meine Haare doch nicht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ich habe auf jeden Fall noch ein dunkelblond, das werde ich dann als nächstes probieren. Also ich finde das maximal verwirrend, weil ich sehe teilweise lila drin, aber... Ich hier ist gerade so gefühlt blond. Aber es sieht trotzdem schön aus. Ja. Du siehst immer gut aus. Wollen wir die erste Reaktion sehen? Ja, wir gehen nach unten. Oh mein Gott. Schreib einfach mal in die Kommentare, ob ich es auch machen soll. Scheiß drauf, ob es lila aussieht oder nicht. Ich geh vor, okay? Du kommst dann recht. Okay, erste Reaktion. Was denn? Mach mal Licht an, mach mal Licht an. Was ist denn? Okay, komm mal her am besten. Hat sich gar nichts verändert. Nicht? War das vorher anders? Ja. Okay, warte mal, warte ganz kurz. Cool. Ihr könnt kommen. Was? So, jetzt erstmal, Ash, komm mal her. Ich noch nicht? Nee, du noch nicht. Ash? Oh. Hat sich was verändert? Hat sich was verändert? Hast du die... Nicht sagen. Ich glaube noch dunkler. Hä? Welche Farbe siehst du? Siehst du auch lila ein bisschen? Ein bisschen. Ja, ne? Siehst du kein lila? Straßenköterblond, wie bei mir. Ein bisschen lila. Guck doch mal. Na, komm, Mama. Mama, komm mal her, bitte. Guck mal hier ihre Farbe und guck mal, meine ist gleich. Naja. Also bei mir. Oh! Bei mir ist noch ein bisschen grau mit drin. Du bist braun. Braun, lila, blond. Eine Mischung irgendwie. Leute, die Friseure haben zu, du kannst es nicht rausziehen lila? Lassen oder sowas. Wo ist denn dein Lila? Das ist dunkel! Siehst du das nicht? Das war doch viel heller! Ja, das war richtig. Stimmt, du bist kein Blondie mehr. Hey, was sagst du? Guck mal, Mama macht sich extra blonde Strähnen rein und sie macht die raus. Ja, warte, also was steht hier wirklich? Welche Farbe waren das? Kakao, hier ist Kakao. Echt? Ist es eine Tönung oder eine Färbung? Eine Tönung. Okay, lass dich wieder rauswaschen. Das ist ja richtig dunkel. Aber das steht dir gut. Ja. Ja. Wir hatten ja schon mal bei Insta so einen Filter gesehen, da wo du verschiedene Haarfarben hattest. Und dunkel steht dir auch. Und jetzt nur noch ein paar Locken rein. Das ist eigentlich mitgemacht. Ist ungewohnt, ne? Ich glaube. Aber sieht gut aus oder nicht? Doch, auf jeden Fall. Also sieht gut aus. Okay, sieht gut aus. So, kannst du gleich mit mir mitkommen, ne? Hey! Ich finde, jetzt gerade wirkt das ein... Nee, jetzt nicht mehr. Ja, auf jeden Fall habe ich so einen leichten lila Stich, manchmal sieht man da ein bisschen lila drin. Auf jeden Fall, bevor das Video jetzt endet, wollte ich nochmal meine Eltern pranken. Die wissen gar nichts davon, ne? Nee, also meine Mama guckt meine Insta-Story, das weiß ich. Aber sie weiß nicht, welche Farbe, ich habe ja extra nicht gesagt, ich habe ja nur gesagt dunkler, es kann ja auch schwarz sein. Deswegen auf Instagram gibt es diese Haarfilter und dann gibt es da auch so schwarz und ich möchte jetzt ein Bild machen, dass es relativ echt aussieht und meine Mama schicken. Aber und? Sie arbeitet doch höchstwahrscheinlich gerade, das heißt sie hat Instagram wahrscheinlich gar nicht gesehen, oder? Kann auch sein. Auf jeden Fall werde ich jetzt das Bild schicken, aber davor müssen wir es ja noch machen. Aber schreibt mir auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Steht mir blond oder sind dunkel besser? Ich bin gespannt. Ja, das ist auf jeden Fall noch sehr, sehr ungewohnt, weil ich eigentlich immer blond war. Also ich blende euch jetzt hier mal das Bild ein, was ich gemacht habe. Ich finde, man sieht, dass ich einen Filter auf dem Gesicht drauf habe, auf den Haaren aber überhaupt nicht. Ich finde, das geht sogar voll. Wir sehen uns dann wieder, wenn sie geantwortet haben. Okay, Angelina hat schon direkt geantwortet, ich blende euch das mal ein. Sie so, ist das kein Filter? Und ich habe geschrieben, jetzt Gesichtsfilter, aber Haare nicht. Und dann meinte sie noch, oho. Ja, mal gucken, was sie gleich sagt, ob es mir steht. Ich würde sagen, wir rufen sie mal an. Hi. Hi. Das war nur ein Prank, die sind nicht ganz so dunkel geworden. Ich wollte dir gerade schreiben, hätte vielleicht ein bisschen heller sein. Sind heller. Wie findest du das? Ja, das ist besser. Ja? Siehst du auch so ganz leicht lila? Ist ein bisschen lila geworden. Ganz leicht. Stimmt. Aber ist es besser als blond? Ja, also... Nein. Ich dachte, du meinst es als braun, das ist ganz braun. Ja, aber ist es trotzdem besser als blond oder soll ich lieber blond bleiben? Bei der Farbe... Die? Besser? Ja. Okay, weil ich bin mir noch irgendwie voll unsicher. Und das hier ist diesmal wirklich kein Filter. Was? Hast du YouTube? Ach so. Wie heißt du auf YouTube? Ach so, ja. Ja, sie heißt dort auf YouTube. Ach so, wie heißt ich? Ich hab verstanden, willst du? Angelina. Okay, ich habe das Bild auch Mama und Papa geschickt. Mal gucken, was die sagen. Okay, meine Mama hat geantwortet. Sie hat so ein Emoji geschickt. Zeig das mal. Ja. Das hat sie geantwortet, dieser Emoji. Der schüttelt den Kopf. Echte Haarfarbe. Ich habe jetzt gefragt, sieht nicht gut aus? Mal gucken, was sie schreibt. Wollen wir sie mal anrufen? Ja. It's a prank! Hallo! Ich habe nur braune Haare. Mama hat sich auch die Haare gefärbt. Ich nehme gerade auf. Ich habe doch nicht mal Jacke aufgezogen, bin gerade nach Hause. Oh, von der Arbeit?
Ja, klar. Hm. Steht mir das? Ja, ich aber ist nur eine Tönung. Lässt es sich wieder rauswaschen. Farbe oder kann man das gleich rauswaschen? Tönung, dauert ein bisschen, aber lässt sich rauswaschen. 3-4 Mal vielleicht. Ich bin froh, dass sich das rauswaschen lässt. Na, das wurde echte Haarfarbe. Aha, nein. Extra Tönung genommen. Dein Haupttyp, du bist ganz zu blass. Ganz, blass. Und deswegen steht hier nicht so blass. Haarfarbe. Ich bin Schneewittchen. Schneewittchen, ja. Dann hättest du schwarze Haare machen können. Ja. Nein. Versuch mal nächstes Mal grün. Nein, ich meine, Eisblond zu machen. Aha. Wie heißt ihr? Elsa. Ja, genau. Okay, nächstes Mal. Ich hatte auch noch vor, einmal pink zu machen. Das würde der bestimmt stehen. Also, mein Papa hat jetzt auch geantwortet. Er meinte gewöhnungsbedürftig. Echtes finde ich besser. Und findet er besser, ich würde sagen. Auch Papa rufen wir jetzt mal schnell an, um das Ganze aufzuklären. It's a prank! Warte mal, ich mach mal lauter. It's a prank. Also nicht ganz so dunkel, aber trotzdem dunkler. Das finde ich besser. Das steht ja richtig gut. Keine Experimente durchhacken. Nee. War nur ein Spaß. Ich mach ein Video. Genau, aber du hast gesehen, ne? Selbst deinen Gesichtsausdruck mit den Haaren war schon überraschend. Ja. Was war das? Ein Filter, ja. Jetzt habe ich sie getönt. Aber du hast ja ein bisschen Tönung reingemacht. Ja, genau. Okay, das ist noch gut. Das andere ist schon zu dunkel. Aber es lässt sich sowieso rauswaschen, also bald sieht nicht mehr so aus. Mittlerweile haben wir den nächsten Tag. Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt. Ich finde es immer noch sehr komisch, wenn ich mich im Spiegel sehe. Ja, aber ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, sehr, sehr durchgefallen. Auch der kleine Prank an meine Eltern, dass ich mir sie schwarz gefärbt habe. Also schwarz ist auf jeden Fall anscheinend nicht so meine Haarfarbe. Und genau, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt auf jeden Fall bei TikTok und Instagram vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!